So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit. Ja, ich begrüße meinen lieben, wunderbaren Kollegen Claudio Hallo, Maniscalco. hallo, hallo. Die kennt ihr doch bestimmt, muss ich doch nicht so Don't get erklären. left behind on the road. Ja, wir haben alle ein gemeinsames großes Problem noch zu Corona-Zeiten. Genau. Corinna, Corinna, Corinna wäre besser. Corinna. Corinna, 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 Corinna. Zu Corona-Zeiten, zumindest alle, die auf der Bühne stehen und Theater machen, Wir dürfen was wir immer ja noch nicht machen, spielen, unsere ja. wunderbare Aufführung von La Familia, und die finden im Moment nicht statt, die Vorstellung, aus bekannten Gründen. Wir haben das große Glück, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen können im Synchronstudio und für Hörspiele, also vor Mikrofon arbeiten. Wir haben auch gerade gestern an demselben Hörspiel, glaube ich, oder vorgestern, bei dem, Ja, okay, ich da war ich das weiß. erste Mal. Thomas Remus? Birker. Thomas Birker, genau. Bei Und Thomas Birker habe ich auch was gemacht, aber das ist schon länger schon her. länger her, okay. Nee, er sagt mir nur, dass er mit dir auch aufgenommen hat. Ja, aber Das Lustige ist das ja, ist schon ein bisschen länger her, aber der macht ja viel, der ja, macht das ja viel. Lustige ist ja manchmal, dass wir manchmal Dialoge sprechen, werden aber nicht zusammen aufgenommen, ne? Das ist das Das ist ganz Verrückte, verrückt, ja. ne? Jeder wird einzeln aufgenommen auf einer Ja. eigenen Spur an einem anderen Tag. Ja. Also wir treffen uns auch nicht im Studio. Und Jetzt dann mit irgendwie Corona sieht, sowieso nicht, ne? Da wird sowieso richtig, alles da werden wir einzeln. eh alleine aufgenommen. Aber dann sieht man hinterher, auch auf Wird dem das Cover oder bei, zusammengeschnitten? wenn der, wenn dann eben der Abspann ist, Ja. ach, guck mal. Oder wir haben sogar einen direkten Dialog Genau. miteinander, haben uns aber bei den Aufnahmen gar nicht gesehen. Nee. Das ist schon verrückt. Ist aber toll, wenn man weiß, wer der Kollege ist, wer der spricht. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass Santiago mein Gegenspieler ist, dann weiß ich natürlich so ungefähr, wie Santiago das machen wird, weil man sich. Ja, weil das große Problem ist, wir sind ja praktisch wie ein Autist Ja, unterwegs, weil wir stimmt. müssen uns hier nur Immer vorstellen, verstehen. wie der andere den Text spricht. Und Wir hören den reagiert, ja ne? nicht. Genau. Na, und wenn das ein Kollege ist, den man gut kennt, hat man es natürlich leichter, weil dann weiß man schon, Das ah, der könnte wird so, das dass er so und so. so, der wird das wahrscheinlich so und so. Na, das ist dann eine Hilfe, als wenn es jetzt ein Das völlig stimmt. fremder Kollege oder eine Kollegin ist, die man gar nicht kennt und weiß gar nicht, was hat der oder die Ja, für wie eine Stimme. spricht er? Ja, Ist genau. laut, leise, temperamentvoll. Ja. Wie soll ich jetzt, weil man reagiert ja immer Das darauf, stimmt. ne, auf Aber Gott den. sei Dank, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Über Ja, das 30 sind auf Jahre. jeden Fall die Zeiten damals von hier Morbid. Morbid, genau, über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Ja, das muss Mein auf jeden Gott, sind Fall. wir Bitte alt. keine Zahlen, keine Zahlen. Es war in einem vorigen Jahrtausend. Ja, ich war Ist ja damals nicht schlimm. Aber, neun. wir waren ganz kleine Leute, du Kinder. warst drei. Das Verrückte ist wirklich, wir können jetzt sagen, nicht nur es war in einem vorigen Jahrhundert, sondern es war in einem vorigen Jahrtausend. Ist Matteo, wir werden immer älter, je mehr du redest. ja, okay, ja, Steinalter. Aber das Gemeine ist ja auch, immer wieder sind auch Todesnachrichten von älteren Kollegen Ja. und die Einschläge kommen näher. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ich hoffe, dass wir noch ganz lange Meinst du? machen. Ach du mit deinen Ab. 49 Ja, der 49. Jahren. Echt? Quatsch. Nein, 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 nicht ganz. Aber ich bin immerhin auch seit dem letzten Jahr Rentner. Ich habe noch Glück gehabt, ich Aber habe das noch, habe ich ja noch vor krieg mir. noch was. Ich hoffe, dass ihr Na, auch ich krieg nichts einigermaßen, weil mehr. das wird, glaube ich, von Jahr zu Jahr, Weniger. jetzt sowieso durch diese Corona-Geschichte, die gehen auch an die Rentenkassen. Na Ich sage euch klar. das. Also du kriegst noch die Rente, verbraucht unsere Rente, Naja, verbraucht ne, unsere nein. Rente, genau. Aber sag mal so, ich habe jetzt wirklich noch, ich bin noch mit einem blauen Auge davon gekommen, unter anderem auch durch unsere bayerische Versicherung. Stimmt, ja, Da gibt's siehst du mal, auch. wie wichtig die ist, Ja, weil die gibt's kommt auch. ja zu der staatlichen Rente dazu. Das Und ich habe auch stimmt. immer über all die Jahre, wenn ich kein Engagement Immer weiter hatte, bezahlt, immer das mache diesen ich auch. freiwilligen Betrag weitergezahlt. Das ist ja nur, weißt du, was nicht, 20 oder 25 Euro im Monat, weil man sonst den Anspruch verliert. Das stimmt. Und wenn ich mir überlege, ich habe ja doch 45 Berufsjahre Wow, zusammengekommen. Natürlich mit den entsprechenden Lücken als Freiberufler, weil wir ja nie 12 Monate im Jahr Ja, durcharbeiten. das stimmt. Aber eben, wie gesagt, 45 Berufsjahre sind Sind zusammengekommen. lange Zeit, ne? Ist schon lang, ja. Aber das Schöne ist, wir können ja bis wir umfallen, können wir Uns arbeiten. verbietet keiner. Kommt Nee. keiner und sagt, du bist jetzt 65, Nee. aber du musst jetzt aufhören. Ich werde auch noch, wenn ich Rentner bin, auch noch weiterarbeiten. Weil Na, es wir macht haben ja einfach tolle Spaß. Kollegen auch hier. Guck mal, Herbert Köfer, Ja, wie alt ist der? 98 oder 99. Naja, wobei die ja alle immer sagen, wir wollen nicht enden, wie hieß das, ne? Er Naja. war 109 und Oh wollte unbedingt Gott. 110 werden. Das hat er nicht mehr ganz geschafft.
Aber der stand ja im Guinness-Buch der Rekorde, oder Ach, steht ehrlich? es noch? Ja, als ältest, weltweit ältester aktiver Schauspieler. Wow. Der hat ja auf der Bühne noch gestanden, hier im Weißen Rössel, wo er nur zum Schluss als der Kaiser vom Balkon, weißt du, nur, ja, nur noch gewunken, hatte auch keinen Text, aber er war jeden Abend auf der Bühne, da hat er Vorstellung. Als ältester, weltweit ältester lebender Bühnenschauspieler mit. Ja, dann musst du 110 werden. Mit, ja, ich habe diesbezüglich, dann hast du noch Gott 20, sei Dank, dann keine, hast du noch 20 Jahre. Nein, ich habe diesbezüglich Gott sei Dank keinen Ehrgeiz. Nee. Also, du, solange so, ich fit bin und gesund bin, finde ich das. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist die Voraussetzung. Ja. Dann ist egal, ob du 85, 95 bist, wenn du das Leben noch genießen kannst, genau, Freude hast und gesund bist, wenn irgendwas kommt und wie gesagt, ne, wenn man gute Gene hat und ein bisschen Glück hat, weil wenn da irgendwas kommt, wir können es uns ja nicht aussuchen. Und die Gesundheit ist einfach die Voraussetzung für alles. Oh, das ist der Klassiker in der Live-Aufnahme. Nein. Ich rufe zurück. So. Ich muss mal meine Handschuhe vom Fahrrad fahren. Ja, außerdem sind es ja sicher Handschuhe. Ja, ja. Ja. Gut, jetzt habt ihr noch schön. Was hast du denn geplaudert ja. hier. Ist für euch natürlich überhaupt nicht interessant. Dann fangen wir mit, alles wegschneiden. Dann fangen wir mal mit dem eigentlichen Video an. Es war aber sehr interessant für die Zuschauer wahrscheinlich. So als Einstieg zum Warmwerden. Genau. So, was wir spielen jetzt, wer würde er? Was? Wer würde er? Beispiel. Wer würde er in der Wildnis überleben? Wenn ihr meint, du, derjenige selber, ach, gibt er die Hand. Ach, wer würde eher in der Wildnis ja, überleben? Genau. Oder man zeigt auf den jeweils gegenüber. Nicht weit. Also, und wir müssen immer beide reagieren. Also entweder auf ihn ja, zeigen oder du selber melden. Okay. Genau. Oder ich und dann mal sehen, ob wir gleich sagen. Okay. Oder ja, okay. Dann fangen wir mal an. Ja, wer würde eher in der Wildnis überleben? Das ist super, sogar einer Meinung. Denke ich mal, ja. Eine Woche ohne Duschen auskommen. Nee. Ich glaube, das würde dir schwerer fallen, oder? Ach so, auskommen. Ja. Ja. Nee. Also ungern, aber ich glaube, ich bin ja jetzt schon schwitzig, hör mal. Nee. Ich glaube, also nicht gerne, aber ich glaube, ich würde es eher schaffen. Wir wären nicht ganz so, ich fände es auch nicht schön, aber ich würde es eher schaffen. Also, ja, ich glaube, dir würde es schwerer fallen. Also wenn mir nichts anderes übrig bleibt, klar. Auch. Naja, sollte, aber es würde einem nicht so schwer fallen. Sechs rohe Eier essen. Was? Sechs rohe Eier. Nee. Ich habe in so nee. Sachen keinen Ehrgeiz, da irgendeinen Rekord zu brechen oder nee, was. Also. Was ist, wenn man beide nicht meint? Er nicht und ich nicht. Dann macht er nichts. Gar nichts. Nee, genau. Ich glaube, da werden wir beide, nee. Dann würden wir beide sagen, no. Gebraten ja. Ja! Oder auch gekocht, schön über Eier. Ja, aber sechs Stück sind schon heftig. Bei einem Sport. Ja. Nackt durch die Innenstadt laufen. Och, das würde mir nichts ausmachen. Einen Monat aufs Handy verzichten. Das könnte ich. Ich glaube, würde mir schwerer fallen. Ne? Also, du könntest es eher. Ich mache das auch. Ich habe auch Geld. Leute, gut, ich habe mir den größten Luxus, leiste ich mir. Das muss ich euch mal sagen. Der größte Luxus ist, das Handy auszumachen. Nicht eigentlich schon. Die Freiheit, so nicht erreichbar zu sein. Einfach das Ding ausmachen. Ich gucke zum Beispiel abends nicht mehr aufs Handy. Ja. Ich mache das aus. Es läuft vielleicht, oder ich packe es in die Tasche. Ich gucke nicht mehr drauf. Und das ist so ein tolles Gefühl. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ja, man macht sich ja zum Sklaven von diesem Ding. Ne? Ja. Das ist wirklich warm. Ich gucke auch nicht ständig aufs Handy. Nur wenn ich jetzt einen Termin habe, wo jetzt, dann habe ich natürlich ständig geguckt, was ist jetzt. Ja. Aber sonst. Toll. Sich eher eine Glatze rasieren. Also nicht gern, aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm. Für eine Rolle würde ich das ja wieder, eben, es wächst ja wieder nach. Also, würde ich machen. Also ich, da bin ich dann. Naja. So. Obwohl, für die Bühne würde ich mir nicht eine Glatze rasieren, eine Glatze machen. Ja, natürlich. Aber habe ich auch schon gehabt hier. Wir haben gemacht die Jungfrau von Orléans, da war ich der Dauphin. Ja. Und habe ich jeden Abend eine Glatze geklebt. Das ist was, als Glatze. Aber es war für die Bühne und haben wir hinterher abgemacht. Genau. Aber rasieren? Ja. Nee. Nein, ich würde mir sagen, es wächst wieder nach. Und ich habe ja eine schöne Perücke, ne? Okay, ich mach's. Du machst. Auf ein Konzert von Tokyo Hotel gehen. Ach, das würde ich schon. Ach, die waren ja nicht schlecht hier, die Musik damals, dieses Durch den Monsun oder was. Ich weiß gar nicht, ich denke nur, die sind nicht mehr aktuell. Ne? Keine Ahnung. Die gibt es zwar noch, aber ich weiß nicht, ob die noch eine große Fanbase sind. Die sind zu lange in Amerika jetzt auch. Ich fand den irgendwie niedlich, diesen Bild. Ja, und ich habe auch nichts dagegen. Also, nö, also ich würde da hingehen. Ich gehe auch, dann gehen wir zusammen. Wir gehen zusammen, ja.
beim Mitten im Leben mitspielen. Oh Gott, was ist das? Das sind so Sachen wie Familienbrennpunkt und Reality TV. Ach, diese Scripted Reality. Genau, ja. Nee, ich würde das nicht machen. Also ganz ehrlich, ich habe da wirklich nicht. Ja. Nein, einfach, ich sage euch auch weshalb. Ja. Das sind keine Berufsschauspieler. Nee, das kann und das ist eine andere Kategorie. Die haben auch ihre Berechtigung, ja, aber man sollte das nicht mischen. Dass man weiß, das sind Berufsschauspieler, ja, wir sind Leute vom Fach, ja, und das andere sind im Grunde Berufsleihen. Ja. Die können das auch machen. Ja, die kriegen ja auch Geld dafür, ja, um Gottes Willen. Dürfen sie auch machen. Und solange es Zuschauer dafür gibt, haben die auch ihre Berechtigung. Aber ich denke, man sollte das nicht mischen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch, ich lehne das ab. Ich habe einmal so eine Geschichte gemacht, dieses Mieten, Wohnen, Kaufen, wo sie dann auch ganz komisch gescriptet haben. Da habe ich gesagt, oh Leute, das kann ich immer, die Leute kennen mich aus dem Fernsehen. Na ja, klar. Dieses, was ihr mir da geschrieben habt, das mache ich nicht, kann ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es auch nicht machen. Ja. Weil wir sind, entschuldige, das soll nicht arrogant klingen, wir sind studierte, gelernte Schauspieler. Ja, wir haben das gelernt. Und wir haben ein größeres Repertoire als nur rumschreien auf drauf. Nee, sondern wir können auch leise Töne haben. Berufsanspruch. Ja, und das, muss man einfach so sagen. Passt einfach nicht. Also ja, ich hoffe, ich bete, dass diese Serien irgendwann mal im Sande verlaufen und sie wieder uns haben wollen. Und Schauspieler, die differenzierter mit Rollen umgehen. Denn es können ja nicht alle Superstars sein. Es können ja nicht alle... Nein, muss ja auch nicht. Aber wir hatten natürlich viel mehr zu tun, als es diese normalen Serien, in Anführungszeichen, wo man wirklich echte Schauspieler haben wollte. Da haben wir mal einen Drehtag, zwei Drehtag. Ja, das fehlt natürlich, weil diese ganzen Realities gescripteten... Und wenn man sagt, uns die Arbeit schon wegnehmen und die machen das dann. Ich sage euch eins, es geht wie immer in diesem Leben um die Kohle. Ja. Weil die Leute werden vermittelt durch Agenturen. Die sind natürlich billiger als Berufsschauspieler, ist doch klar. Aber es hat auch seinen Preis. Ich glaube, die Zeit wird wieder kommen, dass das Publikum, wenn die Leute auch wieder Qualität haben wollen, dass es wieder anspruchsvoller wird und die das nicht mehr einschalten und sagen, wir wollen wieder echte Schauspieler sehen. Ja. Ich sag mal, gelernte Schauspieler. Es klingt so arrogant, aber nee, das ist doch ein Unterschied, ob ich einen Tischler kommen lasse, der richtig sein Handwerk gelernt hat, oder ob das mein Nachbar, der das mal so nebenbei macht, mit viel Liebe. Aber es ist schon ein Unterschied. Guck mal, zum Beispiel auch in der Küche. Es gibt tolle Hobbyküche. Ja. Aber im Zweifelsfall ist wahrscheinlich das Essen von einem Berufskoch, ja, klar, schmeckt wahrscheinlich besser. Stimmt nicht immer. Meine Mama konnte war kein Berufskoch. Gibt ja also auch. Die italienische Mama ist kein Lieblingsgericht oder so. Aber grundsätzlich, das Schöne ist ja, dass man es Laie auch ausprobieren kann. Ja, ne? Und wenn du, egal in welcher Branche, vom Fach bist, dann hast du ja Vorgaben. Ne? Deswegen hat man einen Beruf ja auch gelernt. Ja. Nicht? Man versteht was von seinem Handwerk. Man hat sein Rüstzeug, sein Handwerkszeug. Vor allem, ich meine, das Tolle ist natürlich, was natürlich schade, das traurig, was mir immer so leid tut für diese jungen Menschen oder Kollegen, ich nenne sie mal jungen Kollegen oder jungen Menschen, die große Fantasien und Hoffnungen haben. Es wird nur die Jugend wird ausgenutzt. Und dann kommt dann plötzlich die Durststrecke, die ja jeder Künstler hat. Und wenn du dann nichts gelernt hast, nichts auf dem Kasten hast, wie Theater spielen, was eine ganz andere Technik ist. Natürlich. Was machst du denn? Oder synchron, was wir machen. Wir sprechen synchron, machen Hörspiel. Und das ist schon, das kann man halt machen, weil man was gelernt hat. Und das ist halt ja schon traurig. Da werden schon viele junge Leute ausgenutzt. Die werden benutzt. Na klar, die werden gecastet auf der Straße irgendwo. Da ist ein Junge oder ein Mädel, sieht hübsch aus, ist jung, und so. Die Kamera holt sich ja alles. Die müssen ja gar nicht groß was spielen. Die müssen nur sich selber sein. Das wissen sie nicht. Na? Ist auch so, ist ja auch in Ordnung, aber die werden für ein Appel und ein Ei dann eben, wie gesagt, ausgenutzt und irgendwann dann werden sie aussortiert, da kommen die Nächsten, die Jüngeren und was machen die dann? Ja? So. Boah, wir sind zu lang. Wir quatschen so viel. Gut. Alles klar, dann war es das fürs Video, Dankeschön. Wunderbar. Okay, das war's schon. Mein Gott, die Zeit. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.